In dieser Folge gab es in den Rockies Tiere, die einen angreifen. Ich erinnere das nicht mehr. Also mal abgesehen von denen, die einen umlaufen, aber ich meinte jetzt sowas wie Wölfe. Nee, ich glaube Wölfe nicht. Puma. Puma würde hinkommen, ne? In den Rockies. Also Puma würde. Berglöwen. Glaub, hier in den Rockies waren die nicht. Das klang irgendwie. Ja, nach einem Puma. Ja, das ist ja Nee. jetzt Quatsch. Ich würde tatsächlich jetzt weitergehen bis zu dem nächsten Fragezeichen quasi. Und dann ist dahinter ja nochmal ein großer Teich. Ja, Da genau. ist auch noch ein Fragezeichen im Norden. Im Norden. Von dem Riesenteich. Also einmal hier über den Bergkamm rüber. Okay, da habe ich noch nicht erforscht, da sehe ich noch nichts. Okay, dann gehen wir doch so, oder? Ja, gerne, gerne. Alles gut. Hier ist ein Ruhegebiet. Nee, Futter ist, glaube ich. Ist Futter, Futter. ja, Futter. Ja. Welche Uhrzeit? 15 bis 18 Uhr, wir sind genau drin. Hier, dann gehe ich hier mal zu dem anderen Hochsitz. Ich hoffe ja mal, dass hier unten noch irgendwo ein Tränkegebiet ist, aber irgendwie finde ich hier keins. Sag mal Bescheid, falls ich die aufschrecke, aber eigentlich dürfen die Ich nicht hätte wieder. freies Schussfeld. Dann schieß. Schieß, bevor er sich. Liegt. Sehr gut. Oh, wahrscheinlich hast du mit einer viel zu großen Bombe geschossen, kann das sein? Ich habe nur die 3006 mit. Oh, schönes Tier. 53 Kilo, einmal durch beide Lungen durchgeschossen. Oh. Silberwertung. 1100 Taler. Das hat sich dann gelohnt, dass es sofort lag. Also ist die 3006 gar nicht so verkehrt. Gab es in den Rockies Tiere, die einen angreifen? Ich erinnere das nicht mehr. Also mal abgesehen von denen, die einen umlaufen, aber ich meinte jetzt sowas wie Wölfe. Nee, ich glaube Wölfe nicht. Puma. Puma würde hinkommen, ne? In den Rockies. Also Puma würde. Berglöwen. Ja, Puma ist, glaube ich, Südamerika, ne? Glaub, hier in den Rockies waren die nicht. Ich weiß es nicht. Das klang irgendwie. Ja, nach einem Puma. Ja, das ist ja Nee, jetzt Quatsch. doch. Und er sagte, nö, ich glaub Rockies nicht. Klar, ich habe ihn doch gerade markiert. Weiblicher Puma. Ja, er knurrt hier auch schon. Ja, er gibt hier keine Pumas. Ja. Berglöwen. Da, Rockies. So, ich habe Das meinen ist ja Hund mal Quatsch. sich hinlegen lassen und geh mal ein bisschen vor. Das ist ein Brummschrei, Greift, immer das noch. ist Brumft, ja. Die sind auf der anderen Seite von diesem Berg. Ich Ja, habe super. Sicht auf den Hügel, da ist aber nichts. Er hat gerade gerufen, bei mir nicht. Doch, er hat bei mir gerade gerufen. Und da stand Jagd. Jagd, ja. Wen von uns beiden? Deinen Hund hoffentlich. Ja. Die ist genau auf dem Jagd. Fragezeichen. Ja. Ja. Ich gehe in die Hocke. Ich habe hier eine sehr alte Puma-Losung. Das kann sie ja nicht gewesen sein. Oh, warte, hier Geht halt. Richtung Norden, weg den Berg hoch. Lass uns mal weiter Richtung dieses Flüsschens gehen da unten. Ne, nicht Flüsschens, dieses Sees. Dann. Denn da ist noch ein Fragezeichen direkt. Und da ist auch der Puma und Jagd. Also alles gut. Sind immer noch auf dem richtigen Weg. Irgendwo da unten. Am Wasser. Guck mal, wie weit sie jetzt schon weg ist. Ja, könnte natürlich auch wieder der nächste sein, ne? Weißt du was? Weißt du, ne? Weißt du, wer ist der? Ich glaube, das ist der andere. Der ist hier, der Wegpunkt ist hier quasi den Berg da oben hoch. Da ist bestimmt so ein I. Hier könnte man doch noch einen zweiten Hochsitz aufbauen, neben diesem Hochsitz, den es hier schon gibt. Okay, hallo. Das war auch ein Puma. Warnruf. Warndruck, der hat es gerochen. Ja.
Da könnte man sich hier mal sowas... Oh, das ist ja ein großer Hochsitz. Wow. Hier hat man einen echt schönen Blick. Was? Ich würde sagen, das ist der perfekte Ort zum Übernachten, oder? Das sehe ich ähnlich, ja. Hast du noch ein Zelt mit? Ich müsste ein Zelt haben. Meins steht ja oben an der Straße jetzt. Ja, ich habe eins. Alles gut. Das ist das Angsthasenzelt, steht da. Joa. Einfach mal bis morgens um 4 oder so. Ja. Ich mach mal 4. Genau 4? Ja. Das stimmt. Wen oder was war den? Klang wie ein Schweinchen, das Klang wie ein kaputtes Funkgerät. Oder so. Die spielen aber der Hunter, ne? Und nicht irgendwie Alien Predator oder sowas. Also, was ich, was, also jetzt mal ganz ehrlich, keiner hat mit dem Predator in Vietnam gerechnet, als sie da durch das Gemüse gelaufen sind. Das war nicht Vietnam, das war Südamerika. War Südamerika, wo die durchgelaufen sind? Na gut. Das hört sich ja alles sehr wehr an. Es hört sich gerade an, als würde hier irgendwas langsam aber sicher vor sich hinsterben. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Eine halb abgestochene Sau läuft da oben irgendwo rum. Zombie-Maulhirsche. Okay, alles klar. Dann nehme ich den Revolver. Denk dran, immer auf den Kopf ziehen, wenn es Zombies sind. Unbedingt, ja. In der nächsten Folge seht ihr das. Ja, theoretisch kannst du auch mit der großen Wumme ballern. Der eine haut ab jetzt. Was haben wir hier? Bärchen. Bärchen direkt hinter uns. Warnruf, aber auch hinterm Hügel. Nicht zu sehen. Doch, ich sehe ihn. Kommt auf mich zu? Nee. Doch, kommt auf uns zu. Ganz schnell sogar. Was hat er denn? Weiß nicht, vielleicht müssen wir ihn erschießen.